Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Tour mit einer neuen Lok, und zwar vom DMU, die Class 205, also 205, und wir machen den Cornish Thumper. Das ist ein dreiteiliges Szenario, dauert bei jedem fast 150 Minuten, und wir fahren auf der Bergs and Hands zu Bristol and Penance Route. Das ist eine Custom Route, kann man sich aber kostenlos herunterladen. Und die Szenario-Beschreibung ist die folgende: The Class 205 Preservation Group have completed work on the two car units and being given the okay for mainline running. To the rate, they have organized a tour of Cornwall and some of its branches. They need a driver with local knowledge, bin schon mal nettig, and your name was chosen. Part 1 covers the Lou Branch. Also, viele Branch Lines und Sidings wollen wir uns angucken, und ich würde sagen, wir fahren gerade direkt los. Da ist sie ja auch schon. Und wir sollen erstmal den Wagen waschen. Das machen wir auch erstmal. Aber zuerst aufrüsten. Hilfe vom Rail Driver. Sehr gut. Dann fahren wir schon mal. Geiler Diesel-Sound. Ich habe jetzt auch das Interface von Cobra One zum Laufen gekriegt, damit ich die Controls besser anpassen kann für den Rail Driver. Und es funktioniert richtig gut. Ich habe jetzt ein paar Testfahrten gemacht. Geht wirklich, wirklich, wirklich gut. Kannst theoretisch jeden Controller nutzen. Als Interface. Also auch die Hutas etc. So, ihr habt das schon mal kurz angespielt. Also ich weiß schon, was jetzt am Anfang zumindest kommt. Wir müssen da vorne dann gleich drehen. Jetzt erstmal waschen. Und der Signal ist rot. Da würde ich gerne drüber fahren. Sehr gut. Können wir mal ein bisschen Gas geben hier. So geil, der Diesel. Also ist ähnlich aufgebaut wie die Thumper und die Ford 6. Aber halt mit dem Dieselmotor. Ja, und die Preservation Group, die gibt es halt wirklich. Und die haben auch schon Tours gemacht, aber nicht diese. Und wenn wir durch die Waschstraße fahren, hat auch ein schönes Cap View. Gibt es ja auch von Armstrong Powerhouse die Enhanced Version davon. Das ist auch die, was wir jetzt gerade fahren. Schön, oder? Mir gefällt's. So, machen wir den Zug mal schön für die Rail-Tour. Ob es die Waschstraßen genauso in echt auch gibt? Müssen wir? Klingt nämlich so. Ich weiß, dass wir da vorne schon wenden müssen, und da hört auch das Szenario irgendwie auf. Ist nicht so schön. Wir werden jetzt schon mal hergehen und hier die Streifen auf Rot ändern. So, das gleiche. Auch ein HST da. Schauen wir mal, ob es jetzt hier schön rot ist. Naja, das können wir gelten lassen. Ja, das meinte ich mit. Da hört das Szenario, die Szenerie auf. Da vorne hört auch das Gleis auf. Das ist wirklich absolute Ende hier. Schade, dass man da nicht noch ein bisschen ausgeschmückt hat. Aber der Rest der Strecke ist echt schön. Kann ich versprechen. Ist nur jetzt hier nicht so schön. Da wird halt wieder gespart. Ah, da können wir jetzt ein bisschen schneller reinfahren.
Ja, dann bleiben wir auch hier mal stehen. Und hier mal wieder abrüsten. So, Lichter haben wir eh keine angemacht. Dann gehen wir ins nächste Cab. Wie mache ich das jetzt hier? Doch, das ist mein HUD aufmachen. Ne, falsch. Change the inside up the cab, including head code. Aber den weiß ich aber nicht. Da schon mal, tut mir leid. Gut. Jetzt machen wir da wieder kleiner. Los geht's. Hier stellen wir auf weiß um. Bremse lösen wäre vielleicht noch eine ganz gute Idee. So, wie sieht das aus? Ja. Wollen wir die Beleuchtung anmachen? Machen wir die. Nö, machen wir aber an, weil in Rot sieht es schön aus. Und hier soll man mal kurz... Oh, ist aber nicht so schön. Ah gut, ist auch die erste Version von der Strecke. Stehen. Nehmen wir mal die Kamera, aber dann gleich gibt es was Schönes zu sehen. Auf der rechten Seite. So. Los geht's. Mach Climber auf. Plattform 4. Beschleunigt unten raus eigentlich ganz gut. Aber sobald es schneller wird, kommt er nicht mehr so hinterher. Ich mag das. Aus dem Siding sind wir da gerade gekommen. Wir fahren jetzt da nach links. Machen wir sie gar nicht rein, weil da stehen noch ein paar ASTs und Demos rum. Schon eine schöne Unit. Da hinten ist das Depot. Kann er sie. Machen wir mal den hier. Ja, wo soll man denn da so dastehen? Das sieht nach einem Pacer aus. Das. Auch? Nein, das ist kein Pacer. Ah, da kenne ich jetzt die Klassennummer nicht bei dem. Aber ist eine schöne Strecke. Also haben sie wirklich Mühe gegeben. Ich habe es auch mal versucht, eine Strecke zu machen, habe jemanden recht schnell wieder lassen, aber es ist ziemlich aufwendig. Ein bisschen Gas geben hier.
Das habe ich jetzt gar nicht kontrolliert, aber die Handbremse ist glaube ich aus. Ja, ist aus. Gut. Guck mal, die Saloon-Lights glaube ich sind aus, oder? Ja, das sind aus. Shit. Was haben wir da? Cap Heater. Hat's ja einen Button für die Saloon-Lights. Schauen wir da gleich bei der Station, aber ich glaube, das ist im Kabinett da rechts. Sound ist echt gut umgesetzt. Also bei den Tonaufnahmen wäre ich gerne dabei gewesen. Jetzt da glaube ich, hat mir echt Spaß gemacht. Ah, da sind wir ja auch schon. Jetzt schon mal ein HST. Ich habe vorhin hier, also bis dahin habe ich schon mal gespielt, aber ich habe keine Haltetafel gesehen für 4Ks. 6K ganz vorne. Deswegen will ich jetzt erstmal hier stehen. Entschuldigung. Hier stehen bleiben. Oder? Habt ihr jetzt auch keine gesehen? So. Eben da, 6, 7, 8, 9, 10 und HST. Ah, es müsste auch interessant sein, mit dem mal in echt mitzufahren. Eben, es sind 2 Units, 2 K-Set. Ich glaube, es gab auch eine 4er-Variante, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber eben vom Design her so ähnlich wie die Ford 6. Ah, genau, da ist der Motor hier drin. Ist unpowered. Motorcar da hinten wieder. Bleib mal auf. Da gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Was haben wir denn hier? Der winkt uns hier mal fröhlich. Und wir haben eine halbwegs funktionierende Anzeige hier. Zeigt euch das Falsche an. Vor allem, wir haben es jetzt 7.49 und nicht 15.12. Kann ich eigentlich da reinfliegen? Ja. Oh, da fährt er. Genau, hier jetzt die Compartments. Dann der First Class. Das ist vermutlich eine Toilette. Und da, wo man auch drin sitzen kann, gibt es einfach nur so einen Mittelgang hier. Und links und rechts aussteigen. Auch wieder zweite Klasse hier und mit Mittelgang hier. Und
Ich glaube, das war fürs Gepäck hier. Bisschen. Also der Guard sitzt wohl hier drin und da ist der Motor. Das sieht man sogar. Schön, schön, schön. Sonst bin ich los auf dem Bahnhof hier. Ich kann euch mal die ganze Strecke zeigen. Ihr seht's. Es ist ein recht großes Netzwerk hier. Geht weiter, geht weiter, geht weiter. Kann sie nicht mal komplett anzeigen. Und wir sind da. Mittendrin. Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal bis hier oben, glaube ich. Hey, gar nicht mal. Von da lang. Bis nach. Oh, das sind aber ziemlich viele Stops. Bis nach da. Also. Ja, doch. 150 Minuten für den Part. Boah, will ich gar nicht wissen, wie es mit der ganzen Strecke dann ist, ey. Holy moly. So, und ich hole mir erstmal einen Kaffee, bis wir abfahren dürfen. So, da bin ich auch wieder. Sehr nice. Ja, noch eine Cap View hier. Fängt sich da eigentlich die Türen? Nee, oder? Nee. Hey, da steht ja was. Das. Was war denn da? Newspaper. Was macht denn der da? MK1. Postwagen. Express Parcels. Paper. Hingucken? Ja, sieht man aber nicht viel. Hier abgestellt. So, gleich ist Abfahrt. Da werde ich mich ein Gewehr hier hinstellen. Mit dem Maximum Sound Experience. Könnte gleich ein bisschen lauter werden. Ja, jetzt kommen, dürfen wir jetzt mal abfahren hier. Ewig lang da.
Kann man schon vorstellen, warum die, warum das ganze 150 Minuten da, wenn das so lange Hals sind. Ja, endlich. Ach, scheiße, jetzt habe ich... ...gestellt. Ah, okay. Fahr mal so ab. Jetzt die Controls nicht mehr. Ach, wusste ich, hab's verstellt. Ach so, wir wollten ja noch wegen den Cap-Lights schauen, ne? Ah, ne, Cap-Lights, Saloon-Lights. Machen wir das mal hier kurz auf. Und Lightning, da war's. Oh, ne, 800er. Fährt gerade auf Diesel. Gibt es ja auch in mehreren Varianten, nur elektrisch, Hybrid, Diesel alleine, glaube ich, gibt es gar nicht. Also eigentlich nur elektrisch oder Hybrid. Die ganzen Leute hier aufwecken. Ah ja, man sieht es dann auch die Lichter hier an. Das ist klassisch, ne? Kein Strom, kein gar nichts, einfach nur da sitzen. Das Sandprofil ist definitiv eines der besten Sachen, die was da Armstrong Powerhouse da hinklatscht hat. So, nächster halt Tash, wie auch immer, Plattform 1. Ja, das Team muss da echt überziehen. Sofern er da hinten wirklich stehen bleibt, das würde mich jetzt echt wundern. Ja. Commuter Train. Aber man sieht schon, von der Gestaltung her hat er sich wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, dass einer ist, kann mich jetzt auch täuschen, ne? So genau habe ich mich jetzt nicht informiert, wer die Route da bastelt hat. Aber es kommt gleich eine richtig schöne Brücke. Also nicht die, sondern das, was danach kommt.
Band. Da hat schon mal kurz geleckt. Jetzt die Brücke. Ich dachte, es wäre hier. Ah, da vorne. Da. Jetzt ist sie. Habe ich jetzt... Ach, schon wieder. Das schaut mega geil aus. Aber die geile Brücke an. Nein! Traffic-Glitch. Mega. Gleich danach müssen wir schon anhalten. Nächste. Geil. So, einmal halten, nächster Halt Seltash und wir sind pünktlich. Sind sogar zu früh. Stop. Oh, wärmer. Oh, echt nice. Ja, gefällt mir jetzt schon. Also wenn es so schön bleibt, dann wird es eine echt geile Tour. Bis jetzt sind mir auch noch keine Texturen aufgefallen, die irgendwie offensichtlich fehlen.
Muss ich mal schauen, ob ich das Horn jetzt in zwei Richtungen bewegen kann. Ja, nice, jetzt geht's. Mit dem neuen Tool von Cobra. Kann. Aufpassen, dass man am Anfang nicht zu viel Gas gibt. A, Radstoff und B, dass man ein paar Überlast macht. Die Class 205 nicht so geil. Was? Gelbsignal. Stallungs. Oder das nächste Signal ist ziemlich weit entfernt. Meilen, nächster Halt in Biskert. Hoffe ich mal, dass man das verspricht. Bin mal gespannt, ob wir ein paar Mal anhalten müssen, damit uns irgendein Zug überholt. Ja, sind jetzt gerade die schnellsten. Was ist Topspeed von dem? Steht jetzt hier auch gar nicht, ne? Dacher zu urteilen, hätte ich mir gesagt, 60 oder 70 maximal. Also gut, 70 geht der Dacher nur. Wird hier wirklich nett. Kann ich hier aufmachen für Motorsound? Yes! Aber ziemlich lang kein Signal. Und wenn ich jetzt Streckenkenntnis hätte, dann bräuchte ich unten die Anzeige auch nicht. Jetzt kontrollieren. Noch da vorne ist eins. Zeigt gelb. Also gemäß Internet fahren die 75. Die fahren das voll aus. Am Tacho. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mal bremsen soll, die.
hat schon ein bisschen Bremsweg. Was das Signal jetzt gleich sagt. Gelb. Bauen wir da jetzt irgendjemanden hinterher, der genauso langsam ist wie wir? Die nächste Brücke. Mal rollen. Es muss hart gewesen sein, die Route dort zu bauen. Den ganzen Brücken da. Aber sieht schön aus. So. Sound umstellen hat er irgendwie Probleme, ne? Da jetzt rot oder nicht? Nicht so schlecht. Vor allem in den Kurven. Ja, wir haben rot. Ja, wunderbar. Eigentlich nicht. Aber ja, bleiben wir halt stehen. Ja, sehen wir erstmal. Wo sind wir da? Sankt. Ja, Sankt Germans. Die Deutschen. Geile Siedlung hier. Gehen wir uns mal hier hin. Könnte auch sein, dass da vorne eingleisig wird und dass wir deswegen warten müssen. Wer weiß das schon? Ich dachte, weiter bin ich noch nicht gefahren, wie es wie Climber auf da hinten. Und so gut konnte ich mir die Strecken dann auch nicht merken, es sind viel zu viele. Ja, und wie immer, ne? Euer Feedback. Ob es euch gefallen hat, ob euch das, dass ich das gefällt, dass ich mit der Kamera immer wieder ein bisschen hin und her gehe. Ein bisschen rumgucke. Oder ob ich anders fahren soll. Einfach ab in die Kommentare. Würde ich gerne anpassen. Und ob das überhaupt cool ist, dass wir so lange Railtours machen. Oder lieber kürzere oder etwas schnelles fahren. Gut, sind wir vorhin. HST auf zwei Touren. Ja, nebenbei habe ich gerade Wikipedia offen. 1957 sind die eingeführt worden. Ja, das ist ein Vierzylinder Diesel mit 600 PS. Bis 2005 ist noch umgefahren. Gab auch einmal einen Unfall. Zwei sind umgebaut worden zu einer Class 204. Reserved ist 1 Set, 2 Set, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Glas, also ne, es wurden doch ein paar umbaut da noch. Was ist jetzt da los? Darf ich da eigentlich weiterfahren? Das hier einfach nur falsch an. Zeigt nicht falsch an. Zeigt definitiv rot. Speichern wir zur Sicherheit.
Nur für den Fall, dass das hier ein Fehler ist. Und das gibt's als Free Car Unit. Sehe ich gerade. Doch, habe ich recht gehabt. Jo. Aber ich glaube, die zweite Klasse hat keine Toilette. Ja gut, doch da. Aber der Wagen hat keine. Kannst auch nicht zwischen den Wagen wechseln hier. Muss er vorher gut überlegen, wo du einsteigst. Ah, jetzt dürft mal. Warum da die HSD-Tafeln sind. Ich kann jetzt vorstellen, dass die eine HSD anhält. Müsst ihr es einfach hinmachen, damit es halt da ist? Oder bleibt da wirklich manchmal ein HSD stehen? Ey, warum ich jetzt einen Wassercall kriegt? War doch kein offizieller Halt. Schon zu kämpfen, ne? Und müssen wir mal vorstellen, der Freecar-Variante ist ja noch träger. Ist den Fleck da weg? Yes. Also großartige Steigungen fühlt es sich nicht so wohl. So, sind wir jetzt 2 Minuten zu hinterm Plan? Das finde ich uncool. Die Fenster beschlagen. Ich glaube, wir müssen dann effektiv mehr lüften. Ob das dann weggeht hier. Da das Fenster jetzt offen ist, sieht man das auch von draußen? Ja, Tatsache. Entweder geht es mit dem Lüften weg oder wir müssen hier die Heizung einschalten, wenn es hier draußen kalt ist. Geht weg, ja.
Flach nicht. Also nur zum Testen, wir können jetzt hier mal zumachen. Und schmeißen die Heizung an hier. Entweder schlimmer oder besser, eins von beiden. Streifen oder wie? Ja, scheiße. Ich glaube, die Heizung ist eine doofe Idee. Das ist auch ein interessantes Signal hier. Diesen komischen Hall da bei den Brücken und so, den könnten sie echt wegtun. Jetzt haben wir so schön auf Fahrt gewesen, dann müssen wir wieder langsam aufhören. Was sind denn das für Signale? Ganz schön grün hier. Wir werden langsamer. Wir stehen aber voll im Gas drin. Irgendwie ein komplett zeitloses Design. Weiß nicht. Finde ich einfach echt schön. Das. Also, allein schon für die Eisenbahn wäre schon gut, wenn ich sage, da würde ich gerade noch eher nach London ziehen. Ja, aber bei nicht direkt London, aber generell England. Und die Sachen fahren. Also, das würde ich auch ohne Geld machen. Das, da glaube ich, hätte ich eine mega Gaudi dran, den zu fahren. Ja, einfach schön. So, Signal. Ist aber grün. Alles Juti bis jetzt. Das sind aber echt schräge Signale.
keinen Plan, wie man da pünktlich hinkommen soll. Bin ja recht lang bei dem roten Signal gestanden. Lieber Szenarioplaner, das... Boah, das wenn man... Das glaube ich... Ne, das kriegen wir nicht hin. Vor allem mit der Einheit kannst du jetzt wirklich scharf bremsen. Knappe Angelegenheit. Und der Rotsignal haben wir. Das war jetzt voll in die Eisen. Habt ihr gesehen, wie der bremst? Bremst scheiße. Hätte da stehen bleiben sollen. Ist effektiv jetzt wieder ein rotes Signal hier. Kontrolliert, ja, ist es. Wo ist das Gebäude für die Signale? Jo, da ist die Signalbox da hinten. So, wie sieht's aus? Darf ich? Oh, ich darf drüber fahren. Cool. Dann machen wir das auch. Zur Sicherheit mal speichern. Kann das sein, dass ich das nicht machen darf? Ich tue es mal, ich vertraue dem Signal hier nicht. Also mit 12 Ks kann man es ganz schön weit ziehen hier. Was? Ist ja down reverse. Stehen bleiben. Warum? Mach mal hier. Wird das jetzt? Okay. Bewährt. Okay. Switch ends. Dann machen wir das. Abschalten. Ah, komm, geh auf. Machen wir hier nochmal wieder rot rein. Gut, dann machen wir kurz das da.
Dann machen wir das doch mal. Gehen wir auf Weiß. Sehr interessant. Ist ein Signal, aber wir dürfen ja. Das wird jetzt noch spannend. Discard loose branch cord. Lass mal wieder stehen bleiben. Der Motor. Rot hier, oder? Nein, dürfen fahren. Mit ultraschnellen 5 Stundenkilometern. Meilen. Das sind ja keine Stundenkilometer. Aber nicht so, als wenn hier oft was fährt, oder? Okay, jetzt weiß ich auch, wo wir anhalten müssen. Das Tokensystem da vorne. Aber das wird ja mit dem gar nicht gehen, weil das hat das Tokensystem ja gar nicht einbaut. Also das müsste dann, theoretisch würde das jetzt das wirklich machen. Müsste man das vermutlich über Funk oder so tun? Gleise. Auch Bahnsteige, oder? So, bleiben wir mal kurz stehen. Ganz kurz was gucken. Ah, doch. Da ist ein Gleis. Ist auch einer. Sand. Und müssen wir jetzt warten. You collect the token hier an dem. Also. Wird's vermutlich nicht fahren, oder? Nein. Das ist jetzt wie ein Signal hier. Die Richtung darf ich nicht. Ah, das geht dann hier runter. Sand.
Er dürfte fahren. Ah, jetzt darf ich. Gut, fahren wir mal. Super slow. Ist die Bremse nie ganz. Super slow Passagen sind echt nervig. Aber an sich schon mal eine coole Sache, dass man mal eine Branche sieht, die man normalerweise nicht befahren würde. Ja, das ist auch die Brücke, über die wir vorher drüber gefahren sind. Ist hier was Offizielles ist oder ob das so ein Heritage-Ding ist? Zwar ein bisschen kurz, aber gibt alles.
ich jetzt weiter vorziehen sollen? Ich dachte, ich muss hier halten. Also vor dem hier. Oder soll ich da hinten reinfahren? Ja, jetzt soll ich da vorne reinfahren. Gut, war schon richtig. Aber wir sind zu spät dran. Ganze 3 Minuten zu spät. Ja, sportlicher Zeitplan, muss ich sagen. Na komm, ein bisschen weiter nach vorne. Du. Das lasst er uns 100 Pro nicht durchgehen. Aber das mit den 10 km/h mache ich nicht. Muss ich ein bisschen Zeit gewinnen. Ja, jetzt fahren wir doch wieder da rauf. Ah, scheiße, wir hätten da die Weiche stellen müssen. Scheiße, scheiße, scheiße. Und wieder zurück. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich dachte, die hätte sich gestellt. So ein Shit. Jetzt echt selber stellen hier. Wenn ich das gewusst hätte. Das war sehr unprofessionell.
Und ja, er hat es natürlich nicht genommen. So, machen wir das hier wieder kleiner. Eine ganz aus. So. Löst er nicht ganz. Ich glaube, den muss ich dann nochmal neu kalibrieren. Es ist irgendwie nicht so geil. Aber bis jetzt gefällt mir echt die Tour ganz gut. Schöne Strecken. Schöner Zug. Aber abgeschlossen krieg ich es nicht, wenn wir da zu spät gewesen sind. Also bei der Geschwindigkeit, glaube ich, könnte das wirklich so ein Heritage-Ding sein. Ach, hier. Public Listen. Jetzt hier irgendwo drüber? Nö.
Also das ist ja 100 pro nicht oft befahren hier. Und für die paar Hanseln hier. Der Eisenbahn. Ich alle anderthalb, zwei Stunden mal einen Zug. Aber krass, wie viel Mühe er sich da gegeben hat, damit das hier schön aussieht. Schaue ich gerade mal, ob es dann noch so eine weiche Überraschung gibt. Das sieht nicht so aus. Ja, dann der ganze Spaß wieder zurückfahren, ne? Wirklich, wirklich hübsch. Also ich glaube, das ist eines der schönsten Branchlines, die ich bis jetzt gefahren bin. Wollen Sie mal beim Übergang jetzt gleich stehen bleiben? Verdammt. Ach,
weit und breit nix. So, eigentlich war es jetzt hier wieder Whistle Before Proceeding. Okay. Gut, fahr mal. Bisschen Chips hier, also. Naja, gut. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das Szenario hierher habe. Ob das bei der Strecke mit dabei war, oder ich mir so mal irgendwann geholt habe. Mal gucken. Also wenn ich es finde, dann werde ich es verlinken. Nervt es bitte ein bisschen mit der Bremse. Ich glaube, in Lu werde ich mal kurz eine Pause machen und nochmal die Bremse neu kalibrieren. Weil das nervt, wenn die Stau angezogen ist. Ach, da sind wir jetzt wieder pünktlich. Ja, gut, klar. Wir haben das mit den 10 km/h nicht gemacht. Dev. Das mit der Weiche war kacke. Echt. Schöne Gegner. Und ich werde mal definitiv gucken, ob hier tatsächlich ganz normaler Service anhält. Oder ob das wirklich nur so ein Heritage-Ding ist. Ja, was ist der jetzt das? Fünf Meilen, warum macht man das? Hat er noch nicht mal einen Ausweichkreis. Ich meine, wenn jetzt wirklich ein Service fährt, der ist ja die ganze Zeit blockiert, nur weil wir jetzt da fahren.
Ja, schönen guten Tag, Madame. Ach, Tatsache. Da wird ja wirklich gefahren hier. Unser Zug ist zu lang. Nein, falscher Button. Ach, ich muss das jetzt echt gleich kalibrieren. Warum steht die Polizei da? Railfans. Ja. Gut. Passt. Mal hier mal kurz umbauen. So, mach ich. Auf Rot. So. Aus. Schlüssel weg. Gut. Und anderes Cap. Jetzt muss ich den mal den hier machen. So was, ne? Ja. Gut. Haben wir eine Sichtkontrolle. Schaut gut aus. Wow. Da wäre jetzt mal ein bisschen was gegangen. Wir sahen im Cap, aber ein bisschen anders aus. Aber ich traue mich an die Teile auch nie zu nah ranfahren, weil ich schon ein paar Mal gehabt, dass es dann getriggert hat als rotes Signal. Aber was es ja auch ist im Spiel. Wird jetzt auch nicht gemacht. Gut, die dritte Carriage hier noch. Oder so zu lang. Jetzt können wir aber nicht mehr bewegen. Gut, liebe Leute. Wir machen erstmal hier Pause. Und sehen uns dann im nächsten Teil. Hier von dem Szenario. Bis denn dann. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Zweiter Teil, ne? Wir sind immer noch in Lou. Und hab da mal geguckt, was das hier so ist. Weil da steht nämlich hier hinten drauf. Also die Route, ne? Da steht hier. Da. Welcome to the Lou Valley Line, ne? Und wollte mal nachgucken, was da so in echt fährt. Ne, da hat es ein komisches Geräusch. Lassen wir mal. Bleiben wir bei der Ansicht mal kurz. Die gibt schon recht lang, die Strecke. Wurde 1860 eröffnet. Das ist also der Branch hier. Und gab da auch schon mal mehr Gleisanlagen, um Züge wenden zu können. Ist aber abgebaut worden, weil braucht es jetzt mit den Wendezügen nicht mehr. Und sie hätte eigentlich mal geschlossen werden sollen. Und die Verkehrsministerin Barbara Castle hat sich dafür eingesetzt, dass das nicht passiert. Und da fahren jetzt auch wirklich regelmäßig Züge von First Great Western. Montag bis Samstag werden von Mai bis September 12 sonst 9 Zugpaare angeboten. An Sonntagen findet nur von Mai bis September Zugbetrieb im Umfang von 8 Zugpaaren statt. Und primär fahren die Triebwagen der Reihe 150 und 153. Aber es befindet sich halt jeweils nur ein Fahrzeug auf der Strecke. Klar, haben wir gesehen. Gibt nicht wirklich Platz zum Ausweichen. Ja, und seit 1992 wird der Betrieb der Lou Valley Line im Rahmen einer Community Rail Projekts durch das Devon and Cornwall Rail Partnership unterstützt. Auf ehrenamtlicher Basis werden Aktivitäten zur besseren Vermarktung der Bahn etwa durch den Betrieb eines Fahrkarteninformationsschalters Bahnhof Lou im Sommer oder der Richtung themenbezogener an die Darmbeschützung angeschlossene Wanderwege umgesetzt. Es gibt sogar ab und zu mal Güterverkehr im nördlichen Abschnitt bei Liskart, also ganz oben, wo Freightliner sporadisch Ganzzüge mit Zement befördern. Gab hier auch mal eine zweite Linie, die hier angeknüpft hat. Die war für ein Bergwerk. Interessant. Haben wir wieder was gelernt. Zumindest über die Strecke da. War echt schön. Gut, das heißt, wir blockieren da jetzt einer dieser Züge. Weil es ist ja echt nicht so viel Betrieb. Die könnten ja auch da mitfahren. So ist es ja nett. Ja, nur noch ein bisschen warten.
Es stört mich. Es hat echt ausgesehen, als wäre ich da ganz nah dran hier. Ja, was soll's. Kaffee wäre noch nicht schlecht, ne? Könnte man eigentlich noch holen, ne? Ich glaube, das mache ich. Ich hoffe, mein Train Sim World 2 sieht man mal auf den Level BTS 2021. Also gerade mit Zugang, mit Mods und so. Das wäre halt schon mal cool. Ich meine, die Strecke in Train Sim World 2. Das wäre sicher echt schön. Und auch Class 205. 5, 205. Keine 5 in Deutsch. Ja, ich will mich gerade nicht ins Cap reinsetzen. Da hat so einen blöden Soundloop, wo wir da gerade drauf sind. Das klingt scheiße. Mal schauen, was ich dann für Bilder als Thumbnail nehme. Und ich baue hier hinten die Drehscheibe oder sowas. Gebäude jetzt sind. Jo. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Brückensoundeffekt da. Gut. Los geht's. Macht das schon wieder nicht. Geschwindigkeit zu gering ist.
habe auch schon mal ein bisschen geschummelt. Ich habe mal geguckt, wie weit wir eigentlich noch fahren. Wir fahren eigentlich die ganze Strecke jetzt wieder zurück. Bis zu dem einen Bahnhof oben auf der Hauptstrecke. Wo wir hier auf diese Branchline gewechselt sind. Da geht es dann im zweiten Szenario Part weiter. Glaube ich zumindest. Hab noch nicht reingespielt. Aber wird zumindest einen Sinn machen. Schön. Da vorne müssen wir nochmal anhalten bei der Tafel. Sehr gut. Sehr schöne Aussicht, gefällt mir.
Freut mich auch immer mehr mit dem Editor. Das war eigentlich immer so die große Unbekannte und hab Angst vor dem Scheißteil. Das ist echt mächtig. Aber bin jetzt immer mehr drin. Also vor allem beim Szenario anpassen, Sachen austauschen. Ein bisschen Custom, was rumplanen. Also ich versuche jetzt gerade auch mal ein paar eigene Szenarien zu bauen. Just for fun. Es ist gar nicht so schwer. Aber man sollte sich halt ein bisschen auskennen, wie die Loks eigentlich so weit fahren, ne? Aber wir könnten mal eigentlich ein Streamer-Szenario planen. Weiß nicht. Könnte man mal eigentlich tun. Aber ich bin noch kein Experte drin. So. Vier Szenarien habe ich jetzt gemacht. Sie funktionieren ja auch. Inklusive Arten an Signalen etc. Ich glaube, ich war London Brighton, wo ich das gemacht habe.
Also ich weiß nicht. Ich finde tatsächlich, glaube ich, könnte man ein bisschen mehr rausholen als der Route da. Aber das hat jetzt echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Da bin ich echt auf die anderen Teile jetzt schon gespannt. Und ja, schreibt es mir auch in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. Mir ging es halt leider nicht abgetickt, weil wir da oben einmal zu spät gewesen sind. Aber das ist halt echt sportlich. Hätte ich vermutlich im Planer ein bisschen angepasst. Also wenn ihr euch das selber holt, dann tut es die Zeiten da nochmal anpassen bei dem Einhalt. Aber wir sind eigentlich echt normal gefahren. Also das mit dem Cap View, ich muss mir das mal anschauen. Sieht halt einfach aus. Das war ich schon da vorne. Irgendwie. Gucken wir nochmal hier. Na gut, da hat man es jetzt besser gesehen. Na gut, wenn wir schon mal da sind. Machen wir mal kurz den hier. Gut, dann tun wir das mal hier wieder abstellen. So.
Ich muss mal den Hotkey mal gucken für den Capwechsel hier. Okay, sehr gut. Nee, andere Richtung hier. Gut. Das sollte jetzt wieder gut ausgucken. Ja. Aber so oder so, die Plattform ist aber viel zu kurz hier. Passt. Oh, und Weiche umstellen. Bevor ich es vergesse. Was sind wir? Was sind wir? Wir müssen nämlich, also ja klar, zuerst dahin und dann müssen wir dahin. Und dann zum Schluss hierhin. Gut, passt. Alles klar, eingerichtet. Kann losgehen. So. 44, sollte man ankommen. Und davor übrigens, ne? Machen wir mal kurz Free Row. Da. Das Schild, da genau. Hätten wir eigentlich anhalten müssen. Await Instructions. Leider gesagt, nicht stehen bleiben. Ja, eventuell kommt er hier in Service rein. Und dann hier. Also, warum haben wir dann eigentlich hier anhalten müssen? Vielleicht der falschen Order? Dann halt hier drüber, ne? Und hier, glaube ich, war die. Ging es mit der Mine weiter. Die Strecke geht da auch noch ein bisschen weiter. Hallo, Duta. Da. Halt mal parken oder ausweichen. Entschuldigung. Stop. Ich muss mal kurz husten. Entschuldigung. So. Hier wird es wohl weitergehen. Aber das ist vermutlich die Strecke, die sie aufgelassen haben. Was ist das hier? Ah, nee. Das ist das Zementzeugs, glaube ich, hier. Das haben sie einfach hier nicht fertig gebaut. Warum auch immer. Weil eben, ab und zu gibt es hier einen Zementzug. Der wo sind wir jetzt? Orientierung! Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Ach da. Deswegen auch hier das Ausweichgleis. Aber das verstehe ich jetzt nicht, warum er das hier nicht fertig gemacht hat. Hm. Read Instructions. Na gut, gehen wir wieder zurück zu uns zum Zug. Und ist das die Bahnbrücke hier? Ja. Was, wie viel Meter wir da machen, ne? Und eine alte Brücke gab es hier mal. Ja, ist aber viel niedriger. So, unser Zug. Orientierung, verdammt. Da ist die Line. Da war es mal lang. Ja, ist er. Gut, ab ins Cap, das sind wir sicher. Bei Inti Cap besser gesagt. Ja, macht es wie ich, ne? Holt euch da einen Kaffee.
oder Red Bull oder Tee oder was auch immer ihr so trinkt nebenbei. Und ja, ich will es auch gar nicht schneiden, weil es soll irgendwie in Echtzeit bleiben. Außer ihr sagt, sie soll schneiden. Ist immer so eine Sache, ne? Aber eigentlich will ich da nicht irgendwie skippen oder so. Für das fahren wir ja Eisenbahn. Also ich glaube, die ganz langen Halt, die könnte man vielleicht ein bisschen schneiden. Ah, ist doch ein bisschen lang. Vor allem, wenn man eine Verfrierung hat, so wie ich jetzt. Wir sind richtig. Nice.
Aber da hat er echt zu kämpfen, ne? Läuft halt gerade noch so rauf. Es könnte auch mit einer Dampflok ganz schön sein, aber in echt frage ich mich dann, na gut, mit der Bekohlung und so weiter wird schon gehen, aber vermutlich ziemlich aufwendig, weil du müsstest da Leute schon mal vorhin schicken, also gerade für die Kohle und dann, gut, Wasser, Feuerwehr, aber Kohle, ich muss jetzt erstmal da runter schiffen auf die Endstation. Ja, da hätte ich jetzt vorher eigentlich auch wieder stehen bleiben müssen. I know. Ach so, und jetzt hätte ich quasi den Token zurückgegeben. Okay, alles klar. Gut, weiter geht's. Jetzt ein Overload? Nee.
ganz ehrlich, warum 5 Meilen hier? Wieso? Das ist Schrittgeschwindigkeit. Also ein bisschen schneller, glaube ich, dürfte es hier schon gehen. Also ich habe es jetzt nicht besonders eilig. Aber trotzdem, 5 Meilen. Das ist ja gar nichts. Standgas fahren. Und da ist wieder die Mainline. Und HST. Die Tafel da. Für da reinfahren. Das will ich sehen, wenn da ein HST fahrt. Da ist garantiert noch nie ein HST da reingefahren. Niemals. So, the final stop. So, da. Der Sitz, ladies and gentlemen, hab mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid und dann sehen wir uns dann im zweiten Szenarioabschnitt, bis dann da weitergeht. Also, bis bald, war mir eine Freude und schreibt es in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid.